So, jetzt ist mir das. Erstmal Törtchen BDA. Erstmal Törtchen.png. Oh, vielen Dank, mein Dude. Stimmt, Aquaria fehlt noch. Ich meine, dann haben wir alle und dann können wir zum ersten Boss. Das Feuer sieht auch echt nice aus, ey. Wenn man es jetzt mal so das Feuer mal genauer betrachtet, das hat so einen leicht cartoonischen Flair irgendwie. Alter, was für Ficker, ey. Töte ich alle. Die komischen Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Jo, okay. Lass dich mit mir machen. Was willst du? Yes, Quabs. This is how people approach people. Not crabs. Yes, crabs. Ah, ja. Secret Money. Ah, stimmt. Das wird doch, glaube ich... Ja, genau. Mir war doch so. Das wird hier irgendwie später ein einziges Unterwasser-Level. So nach und nach. So, wir müssen es echt mal irgendwie gucken. Sparks ist nämlich manchmal echt arbeitsfaul. Immer noch. Ich glaube, der wird unterbezahlt. Der kriegt von den ganzen Edelsteinen nichts ab. Deswegen sagt er sich, gut, dann sammle ich sie auch nicht ein. Nö, nö, nö. Besonders wenn er daran sich denkt, erstmal, boah, ich hab Bock zu fressen. Unleben. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht rein. Ist doch nicht so. Ja, stimmt ja. Sim, sim, sim. Das fühlt sich. Also, das ist selbst hier unter Wasser-Level, ne? Ja, da jetzt die Befürchtung, so unter Wasser wird ein bisschen Abfuck. Aber bislang. Bislang muss ich sagen, geht das hier eigentlich. Ich habe es schlimmer erwartet. Kamera ist mir manchmal ein bisschen zu nah, wenn ich ehrlich bin. Insta-Death, nice. Das ist schön. Ja, ich meine, mechanische Haie, klar, aber... Insta-Kill? Tut denn das wirklich Not? Kann ich da trotzdem irgendwie rein? Nee, kann ich nicht. Gut. Stimmt, brauchen wir später, glaube ich. Das Feuerding. Okay, und eine Sache, wo mir mal aufgefallen ist, man hat oft Ladezeiten. Also, es war nicht unbedingt lange, zum Glück. Das ist ein Unterwasserschaf, das möchte ich nur mal so betonen. Das ist ein Schaf mit einem Fischglas, was unmöglich zu treffen ist. Geht doch. Ich dachte, ich hing jetzt fest. Spiel geglitscht. Game over. Please return to sender. Return to sender. Dum, dum, du, du. Boah, ich kriege in nächster Zeit so viel Zeug für Amazon und nichts davon ist meins. Ja, ich habe jetzt... das Problem ist, meine Mutter wollte, dass ich was bestelle für Weihnachten. Weil sie hat Amazon nicht und... Hatte auch keine Ahnung von. Aber sie hat mal gesagt, besorg mal das und jenes. Und beziehungsweise dann habe ich gesagt, gut, ich muss ja auch noch was für ihn bestellen. Dann habe ich noch ein Geschenk für jemanden vergessen. Das heißt, ich muss das nochmal separat. Also ich sage euch, also Amazon hasst mich gerade. Ich hoffe mal, dass es... Och, nicht du schon wieder. Also ich hoffe mal, dass Amazon mich nicht zu sehr hasst. Hi Spyro. Du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhain vorbeikommen. Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Versteht sich. Ich bin kein Zocker.
Guck mal, wie fett ich bin. Oh, ich schieb mir all diese Edelsteine in den Arsch. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Dieses U-Boot ist zu 100% haisicher. Ich garantiere es. Jetzt müsste man da irgendwie Bissspuren reinkriegen. Und dann sagen, so, ja, haisicher. Und dann go fuck yourself. Oh, ich hab grad voll auf die Zunge gebissen, ey. Guck mal. Ey! Ja, okay. Mach halt, wie du möchtest, Spiel. Ich wollte zwar eigentlich noch da oben bleiben, aber gut. Spring halt runter. Singe. Aber, ach so, ja. Aber da sind ja immer noch die Robo-Cyborg-Haie. Ich glaube, da muss ich echt später nochmal hinführen. Oder? Haben wir jetzt alles? Ey, weil, kann ich auch mal kurz erzählen. Meine Mutter meinte so nach dem Motto, ja, dein Vater ist ja ein Fan von irgendeiner Show, die auf dem ZDF läuft. Und da gibt es irgendwie ein Spiel von, und da habe ich gesagt, so, Alter, bevor mir irgendwelche Shovelware ins Haus kommt, gucke ich mal lieber, ob ich was Vernünftiges finde. Ah, yes, genau, das meine ich. Also habe ich jetzt, ich schenke meinem Vater etwas, was ich selber sogar mehr als nur gern mir geholt hätte mal. Ich habe ihm jetzt nämlich eine SNES Mini besorgt. Ich hoffe, das freut ihn. Ich meine, er hat damals mit mir immer die alten SNES-Klassiker gespielt, deswegen... Ich glaube, es dürfte ihm gefallen. Zumal da halt auch Spiele drauf sind, wo wir halt damals immer gespielt haben. Sprich, Mario World, Link to the Past. All sowas halt, so die Klassiker. Habe ich relativ günstig sogar gefunden. So, ups. So, erstmal die Haie. Oh shit. Ah, ne, erstmal die Haie. Erstmal Hai. Hi. Okay. Oh, guck mal. Gibt's sogar ein Achievement für. Gut, dann habe ich auf jeden Fall alle Haie. So, hier fehlen, glaube ich, noch Kugeln. Ich will noch einiges. Da hat sich der Phoenix auch Spyro gekauft. Mensch. Das sagt er hier so offen. Da hat er sich das auch gekauft. Nee, es ist aber echt nice gemacht hier. Muss ich echt mal sagen. Sieht schön aus. Spielt sich nice. Technisch gesehen haben wir gerade Geldsack ertränkt. Und nun? Hä? Jetzt fehlt ja noch so alles. Fragst du, dass wir nach oben gehen? Können wir hier hoch? Nee. Aber gut, dass Drachen schlicht und ergreifend Kiemen haben, ne? Ah, hier! Okay. Ah, geil. Ja, Mensch, das ist ein bisschen... Das ist eine Menge hier. Das könnte dauern, bis wir das alles haben. Was hältst du von Crash Bandicoot? Nicht viel. Habe ich nicht so viel Spaß dran irgendwie. Ich habe nichts gegen, aber ich würde mir jetzt nicht die Trilogie dazu holen, sagen wir es mal so. Das habe ich damals auch schon gesagt. Ich bin eher jemand, ich habe auf die Spyro-Trilogie gewartet. Ich sehe schon, hier sind die ganzen Missionen. Erstmal alles an Geld mitnehmen, was wir hier finden. Erstmal die Kohle.
Weihnachten steht vor der Tür. Shit's expensive. Boah, ich weiß noch, als Kind habe ich mir hier immer einen abgesucht. Jetzt haben wir halt das Gute, dass Sparks uns zeigen kann, wo der Shit ist. Aber deswegen sammelt er die auch nicht mehr so häufig ein. Weil er sich denkt so, Alter, das habe ich eigentlich erst im dritten und das relativ am Ende gemacht. Und jetzt soll ich das for free machen? Oder um es wie Robbie Rotten auszudrücken, free? Sieht einer mal nicht ein. Hm? Unten wieder? Ich habe offenbar unten noch was vergessen. Hä? Muss in einem anderen Real sein, warte mal. Gehen wir doch mal gucken. Ah! Oh ja. Oh wow. Nice. Das ist schon mal das. Soviet Union Intensive Price. Genau. So in etwa. So, jetzt können wir hier die Mission machen, die wir noch machen müssen. Cool, ich glaube, dann können wir das Level komplett abschließen sogar. Das mag ich doch. Das ist... Ich bin ganz ehrlich, ich finde Jägers Design irgendwie merkwürdig. Ich wollte meinen neuen Mantel rochen zähmen, aber... Wie kannst du unter Wasser reden? Hey, du hast genau die richtige Größe, um aus seinem Rücken zu reiten. Toll! Hüpf auf seinen Rücken und führ ihn durch die Blasenringe, die erscheinen. Und denk dran, er ist ganz neu. Also mach mir ja keine Dellen oder Kratzer rein. Oh ja, ne. Macht ja auch gar keine Beulen oder Dellen in einen Rochen. Wir ignorieren einfach mal den Faktor, dass du unter Wasser gerade gesprochen hast. BZW, dass du hier unter Wasser überhaupt lebst. Gut gemacht. Dafür schulde ich dir wohl etwas. Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer meiner Flossen gefunden. Meine, er hat einfach nur eine fucking Taucherbrille auf, die nicht mal wirklich seinen Kopf abdeckt, wenn man oben mal guckt. Ich würde meinen Manta-Rochen gerne rentauglich machen. Möchtest du ihn auf eine schwierige Strecke mitnehmen? Boah, scheiße, ja. Okay. Boah, let's rock. Oh nein, 17 Mal muss ich dem Ding folgen. Aber ein bisschen klose, ne? Aber gut, immerhin hat der Manta-Rochen einen guten Wendekreis. Fährt sich also nicht wie ein Schlachtschiff. Oh. Ja, renntauglich, ja. Biggest Race. Thanks, Gamer. Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich gebrauchen. Du kannst die Kugel aus meiner anderen Flosse auch noch haben. Ich dachte, wir sind Partner, Dipshit. Und da sagst du, nö, hab ich in meiner Flosse. Ich hab Schuhgröße 3000. Bin Jäger. Bin Tiger mit Kiem. Die Wasserbauer haben 6 meiner Kinder entführt und auf Alter Gott, wie er aussieht. Türme versteckt. Ich habe mir Sprengstoff geborgt, um die Turmtüren aufzusprengen. Gut, dass du... Du bist ein Seepferdchen, was offenbar ein bisschen zu viel gekokst hat, aber gut. Wenn du es bis zur Spitze der 6 nummerierten Türme schaffst, sind meine Kinder sicher. Easy. Oh. War nicht so easy. Oh, I see your problem. Zwei hier. Bobo, just rushing. Eine Aubergine mit Nase. Das ist auch eine hässliche Aubergine. 1, 2, wo ist 3? Sind nie aufgepasst. Bist du 3? Schon gut, lass dir Zeit. Fuck, wo ist 3? 3 war noch nicht unten, oder? Fuck. Rush Bisuka.
Ich schätze, es ist schon unten. Ja. Oh, wow. Ein Gegner, wo ich einfach durchfetzen kann. Das ist schön. Das ist eine Challenge. Oder spielst du gerne? Wir folgen einfach mal dem Level ganz normal. Mal gucken. Sollte eigentlich... Hey, warte mal. Wo ist denn die Nummer 4? Nee, das ist 5. 5 ist doof. Hä? Bin ja trotzdem hoch. Bist du 4? Nee, du bist immer noch 5. Ich glaube, ich war schon wieder zu weit. Dann muss es ja wirklich hier sein. Oh. Direkt daneben. YOLO Modo. Ich meine, was hält die Viecher ab, da mal selber durchzuschwimmen? Ich meine, ne? Ihr seid Seepferdchen, also... Ein bisschen Talent erwarte ich ja dann doch von euch. Aber gut. Was soll man von Seepferdchen erwarten? Hi. Wow, nein! Es ist eine Krabbe. Yes, Krabs. It's Mr. Krabs. Pass bloß auf, Kinders. Ist auch geil, dass hier über noch die Schafe rumlungern. Ach, schade, ihr habt Geldsack nicht ersäuft. Wieso ist das denn hier eine Luftblase? Das ist doch doof. Ich hab schon gehofft, ihr habt den Keller ertränkt. Mann. Ah, hier. Oh nein, kommt jetzt... Wow. Okay. No, oh nein, das hat sich ein bisschen bewegt. Du hast es geschafft. Jetzt können wir in Ruhe schwimmen. Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst. Bitte, ja, Mann. Alter, wir können froh sein, dass er nicht diese Verwandlungskrone trägt. Ich meine, er trägt eine Krone, aber... Yay! Oh, das heißt... Cool. Sind ja fertig hier dann. Jäger lassen wir mal saufen. Aber weißt du, Geldsack, der kriegt seine eigene Luftblase da oben. Wo er nicht absäuft, aber Jäger, der denkt sich dann wieder... Oh. Alter, was ein Assi. Vor allem rennt er mit so einem abgetrennten Haikopf rum. Es ist nicht so, als ob ich das mal gemacht hätte oder so. Dinge aus Raft anspielen. Ich muss mich da echt mal an das Best-of von setzen, ey. Mein Zahnarzt hat irgendwas beschissen gemacht, ne? An dem Zahn, wo er rumgepobelt hat, da ist jetzt eine so eine richtig scharfe Kante. Das geht mir voll auf die Zwiebel. Das sage ich euch. Gut gemacht, Spyro. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Oh, shit. Oh, yes. Oh, fuck. Wir müssen den Boss auch auf Perfect machen. Habe ich das schon mal gesagt? Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Riptor und seine Monster nach Avala kamen? Nein. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. Merry Christmas, Motherfucker. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen. Wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Tja, kannst du mal sehen, dein Geburtstag war ein Unglückstag. In so vielen Leveln. Könnt ihr denn nicht?
Wo sind wir? Keine Drachen? Wunderbar! Rush, geh und pack meine Sachen! Wir ziehen ein! Sagt Hallo! Jo, moin moin! Zu eurem neuen König! Professor, schalt es ab! Schnell! Oh Mann! Ich sehe den Schalter nicht! Ich glaube, meine Brille ist kaputt! Geh durch das Portal, Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Gibt es irgendwelchen Idioten, die damit nichts anfangen können? Nein! Galt! Das holt die Kugeln zurück! Gau! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, du Scheiß-Mistvieh! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Glimmer. Because. Oh boy. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Bossfights nochmal funktioniert haben. Und dann möglichst halt perfekt am besten schon. Okay. Wie war das mit dir nochmal? Musste ich nicht irgendwas nach dir schmeißen? Das ist ja geil. Was war denn das nochmal? Da war doch gar nichts. Was war das denn jetzt? Ich mach das jetzt erstmal als Probephase, weil ich erstmal wieder gucken muss, was ich machen muss. Aber, was muss man hier machen? Hä? Verwechsel ich das gerade mit einem anderen Bossfight? Irgendwas verwechsel ich hier gerade. Muss ich ihn einfach nur treffen, wenn er rumläuft? Ich muss ihn... Ach so. Och, ich mache mir das hier schwerer, als es ist. Das schaffen wir easy, ohne getroffen zu werden. Einfach, ich habe mir das gerade wieder schlimmer vorgestellt, als es eigentlich ist. Das ist ja easy. Man muss es halt nur zügig machen. Moment, kann man ihn da in einem Endlos-Loop halten? Och, leck mich. Okay. Nee, warte mal, was machst du dann? Ah. Da machst du Feuer bei. Gut. Das machen wir nochmal. Das kriegen wir direkt. Das kriege ich hin. Das streichen wir direkt von unserer To-Do-Liste. Holt eure Papier und Stifte raus, Kenners. Das machen wir direkt. Wir haben genug Leben. Leben sind in dem Spiel hier eh temporär. Ich darf nur nicht von dem Müll getroffen werden. Ne, kann ich nicht. Schade. Da kann ich ihn nicht in einem Endlos-Loop gefangen halten. Wäre auch zu einfach gewesen, glaube ich.
Jetzt macht er Feuerball. Feuerball of Disrespect. So. Was ist das jetzt? Ist das dasselbe? Jo, ist dasselbe. Easy. Was willst du denn jetzt? Geh weg! Hau ab! Was willst du? Gut, kill dich halt selber, ist mir auch egal. Oh, jetzt macht das ein bisschen häufiger. Okay. Mach das dreimal, wahrscheinlich die Welle auch, ne? Gotcha. Nein! Geh weg! Hau ab! Geh! Komm! Geh! Nerv ihn anders! Sei frustriert und kill dich! Das kommt dreimal Feuerball. Dreimal. Zweimal. Dreimal. Jetzt geht er natürlich in die falsche Richtung. Ach, Mann. Drei. Izoni. Oh, komm. Sei frustriert. Sei mal so richtig frustriert. Lass mal alle draus. Genau so. Mit der Keule. Mit der Keule. Einmal alles rauslassen. Das tut gut, Junge. Glaub mir. Oh, danke, dass du mir so entgegengekommen bist. So, jetzt sei frustriert. Sei mal ein bisschen saftig. Komm, einmal ein bisschen juicy sein. Komm, dreh mal ein bisschen durch. Einmal mit der Hand auf den Tisch hauen. Ach komm. Jetzt willst du es aber wissen. Alter, jetzt willst du es aber echt wissen. Sag mal, was ist denn mit dir jetzt los, Kabi, Junge? Lass gut sein. Meine Güte. Ich meine, ich kann den ganzen Tag hier rumrennen. Also, ich glaube, ich habe mehr Ausdauer als du. Alter, gib auf. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, mach gleich Eurobeat-Mucke an, wenn du so weitermachst. Meine Güte, ich sollte mir dankbar sein. Dank mir nimmt er ab. Jeder Gang macht schlank, Junge. Bringe ihn nochmal. Ja, nee, ich habe jetzt hier es perfekt gemacht, also. Okay. Okay. Huh. Ich dachte, es reicht, wenn man vor ihm wegrennt. Diesen Dummkopf magst du ja besiegt haben. Aber Galb ist dir haushoch überlegen. Mach schon, Kleiner. Der Barf. Galb, komm sofort her. Mach ihn fertig und mach, dass es ihm wehtut. Galb, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! So ein Feigling! Hm. Können wir die Flagge nicht behalten? Die alte sah besser aus. Boah. Crush ist Support Main in Overwatch. Der muss seine Aggression loslassen. So in etwa, ja. Der hat sich auch nur gedacht, so, Alter. Ich höre die ganze Zeit nur I need healing. Ihr habt die Schnauze voll. Oh. Crush. Ja, was ist aus dir geworden? Dieser Riptor hat genug Ärger gemacht. Seine Einmischung kostet mich ein Vermögen. Wäre Spyro nicht gewesen, wäre ich bankrott. Hm. Wenn Riptor hier wäre,
würde ich ihm die Meinung geigen. Ich würde ihm sogar gern noch mehr antun. Ich war Bantammeister als Boxer an der Universität und kenne noch ein paar Moves. Nimm das und das. Komm her! Du, oh boy, da fliegt der Klops und will noch mehr von unserem Geld, um uns Zeug beizubringen, was wir eigentlich so wissen müssten. Oh, ich erinnere mich hier dran. Ich glaube, es gab hier so ein, zwei Level, wo echt nicht unbedingt Spaß waren. Aber das ist generell so der Punkt. Spyro 2 und 3 hatten bei mir so... Ich erinnere mich an vieles an dem Spiel eigentlich. Das Problem ist, ich erinnere mich auch an vieles, wo ich mir gedacht habe, so, oh nein. So diese Oh-Nö-Mission. Ich beiß mir echt gerade die ganze Zeit auf die Zunge. Das ist voll nervtötend, ey. Oh, bitte sag mir, dass ich wesentlich das Klettern schon... Ach, schön. Sieh an. Ich wette, ein reicher Drache wie du gibt gern ein paar Edelsteine aus, um klettern zu lernen. Ich würde es dir gerne beibringen für... Sagen wir mal, eine kleine Gebühr. Du wirst es nicht bereuen. Gut, wenn du eine erklimmbare Wand ziehst, so wie die zu meiner Linken, spring einfach dran und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Beweg dich hoch oder runter. Drück erneut Sprung, um abzuspringen. Du kannst auch seitwärts an andere erklimmbare Bereiche springen. Smaxy. Ich freue mich schon auf Part 3. Fettsack. Sag mal, Sommerwald war doch... Ja, Sommerwald war das, genau. Da fehlt mir halt noch ein bisschen Kleinkram. Was ich jetzt mit dem Klettern tatsächlich machen könnte. Aber alles mit seiner Zeit. Ich muss hier so oder so alles mehrfach machen, weil wir sonst, ne? Man will ja Platin und sowas. Spyro 1 haben wir ja auf Platin. Das sieht auch schön aus im Regal. Hat er nicht die Stelle, wo man von den Geldsachen Feuer... Ja, am Ende. Ganz am Ende durftest du ihn einfach mal mega grillen. Und das alles wieder... Ja, Tricky Dicksack. Mein Geld, du Fick! Der Legende nach gibt es hier ein Portal nach C4. Und der Legende nach weiß ich zufällig, wie man es aktiviert. Wenn ich mich recht entsinne, aktiviere ich es der Legende nach für eine kleine Gebühr. Danke für die Edelsteine, Spyro. Mit dem Profit eröffne ich einen Echsenburgerladen in der Skelos-Einöde. Ja, das ist schön. Hat C4 das Level, wo ich meinte, wo es ein paar ekelhafte Missionen gibt? Gut gemacht, Spyro. Die Energie deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Cool, I guess. Nitro-Strecke. Oh, Mensch. Aber wie gesagt, das machen wir wie beim letzten Mal, also wie bei Spyro 1. Denn halt einmal durchspielen quasi, also fast durchspielen. Und dann am Ende klappern wir einmal alles ab. Bird. Shit. Das machen wir mal richtig jetzt. Taubenbögen-Schilder? Oh, scheiße, ich kann mich in dem Level nicht mehr erinnern, wo Jäger hier rumlief. Oder halt diese Extra-Mission. Eigentlich mochte ich diese Fluglevel ja immer so ein bisschen, ne? Aber manche sind echt... Die bringen wir um, dich bringen wir um, du bist tot. Man, was hängt ihr auch so ab? Also, mal ehrlich, was ist euer Problem, dass ihr so hängt? Scheiße, wo sind die anderen? Da sind noch welche. Jetzt ist die Frage,
Wo ist der Rest? Nicht da. Hey, hol. Wow. Jetzt, ich glaube, ich mache alles rückwärts. Meinst du das Spiel? Nee, das Level hier. Schade. Hättest du von hinten mit dem Spiel angefangen, hättest du gleich den blöden Geldsack erschossen. Ja, dann hätte man direkt Geldsack erschießen können, stimmt eigentlich. Ja, fuck, jetzt mach ich das hier aber auch falsch rum. Wieso man das eigentlich nicht als eigene Arcade-Station in Japan rausgebracht hat? Geldsack morden? Ja. Ja, das wäre schön gewesen. Jag den Kapitalismus. Jag den Kapitalismus, genau. Ach, Kim Jong-un hätte das abgesegnet. Ja, bestimmt. Zu doof zum Klatschen oder sich die Schnur zu finden, aber dort hätte er getan. Hm. Classic. Scheiße. Möwe nicht erwischt. Tote Möwe. Oh ne, wen hab ich denn jetzt übersehen? Den da? Und den Kackbotzen? Komm her jetzt. Ich bin tot. Oh, shit. Hä? Wie soll man das hier am ehesten machen? Greife ich noch nicht so ganz, wie das hier von der Reihenfolge her sinnvoll sein soll. Ah, wahrscheinlich. Wir können ja das Publikum befragen. Nee. Möchtest du die beiden Telefonjoker benutzen? Nein. Ja. Wobei. Könnte jetzt noch machbar sein. Oh, ganz knapp vielleicht. Oh, Klatsch! Und das soll ich unter einer gewissen Zeit schaffen? Och nö. Oh, darauf habe ich ja jetzt schon keine Lust. Oh nee, diese ganzen Penner-Punkte, die ich nachher machen muss. So, wo ist jetzt der olle Teaser? Weißt du, der war hier irgendwo in einem Gebäude oder so. Oder auch in einem Gebäude? War der hier? Nee. Gute Frage, wo treibt sich ein Tiger mit geistigen Herausforderungen herum? I have a disorder. Meine Güte, wir müssen politisch korrekt sein. Ja, das ist auch schön. Spacko darfst du heute nicht mehr nett sagen. Ach so. Mein AfD-Wähler ist mittlerweile auch ein bisschen überused. Ja, das, der Knall ist da raus. Ah, hier. Ja, was bist du denn? Wir haben ein Kriminalitätsproblem bei der Metrostrecke. Vote me. Aber du kannst vielleicht helfen. Eine Bande von Einbrecherkatzen klettert immer an den Wänden hoch, Einbrecherkatzen? Um mein Wiederwahlbudget zu plündern. Würdest du mir helfen, sie loszuwerden? Das ist also Katze, ne? Toll. Jäger kann die Halunken von den Gebäuden stoßen, aber du musst die Beute fangen, bevor sie im Kanal landet und für immer verloren geht. Viel Glück. Oh ja, ich glaube, ich erinnere mich. War das das? Oh Gott. Jäger. Ach, ich soll das fangen. Mensch. Hast dich bestimmt verlesen. Nee, ich dachte, die gesamte Katze fliegt vom Gebäude. Das Gebäude fliegt von der Katze, wenn ich bin. Ja, eben. Katzen fliegen doch nicht einfach so. Die würden sowieso auf ihren Pfoten landen. Auf dem Wasser. Naruto-Style. Ja. Stell mal vor, auf einmal landet eine Katze wirklich so auf dem Wasser und kann über Wasser laufen. Und dann bleibt sie stehen, guckt dich mit einer Emotolle und sagt, Sasuke hat vergessen, mich zu füttern. Wie war das so schön? Man kann eine Serie nicht mit einem Satz beschreiben. Sasuke, beruhig dich mal. Fuck! Du hast toll! Hm.
Geld. Mann, ey. Gib mir Mann, ey. Mann, ey. Mamau. Alla, die Katze. Und dann die Katze zum Himmel. Oh, shit. Oh. What the? Hä? Du hast wohl nicht. Die ist auf dem Boden gelandet, du Depp! Heb's vom Boden auf! Aber jetzt ist es ganz dreckig. Das ist in einem Sack! Ja, aber jetzt musst du den Sack waschen. Oh. Boah, Shadow, du weißt ganz genau, wenn du den Sack nicht direkt waschen tust, stinkt er. Dann klebt alles. Mann, der ist fies. Weißt du, man muss da gerade hochfliegen, kann sowieso nicht so gut sehen da oben. Und da sollst du schon dann direkt den Sack fangen. Sack. Und ich bin ihm auch viel zu nah einfach. Oh, wo ist er? Da ist er. Oh, hallo. Got it. Komm her. Hula, hala, hili, hap. Huli, huli, hulle, ho. Huha, Genghis Khan. Oh, oh, der war knapp. Du hast den Halunken eine Lecke. Du hattest also beinahe noch eine Bulette. Er hatte beinahe noch eine Bulette, ja. Ah, gut. 100% des Levels abgeschlossen. Nice. Könnerpunkte mache ich am Ende alle. Das ist mir gerade noch zu doof. Ja, diese Fluglevel in einer gewissen Zeit ist so eine Sache. Es ist eine Herausforderung fürs Leben. Ich würde es nicht mal Herausforderung nennen, ich würde es einfach nervtötend nennen. Aber Herausforderung klingt gleich viel geiler als ich habe keine Ahnung, was ich hier treibe. Ja, doch Ahnung habe ich, so ist es nicht. Kannst du es so nicht sagen, Hol. Ich habe es aber gesagt. Was willst du dagegen tun? I will file a complaint. Und dann, musst du mir 10 Cent Strafe zahlen. Oh nein! Ich schicke meinen Anwalt ins Rennen. Los, Keks! Keks ist nicht mal da. Keks kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Noch nicht. Habe ich gewusst. So. Wollen wir doch mal gucken. Guck mal, da war noch Geld. Ich mag es, wenn Geld einfach auf dem Boden liegt. Jeder mag Geld. Ja, eben. Deswegen ist Geld an sich auch das ideale Weihnachtsgeschenk. Jetzt frage ich mich nur, gibt es Menschen mit Phobie gegen Geld? Bestimmt. Oh nein, ein Euroschein. Ein Euroschein vor allem. Ja, eine Banknote. Also, ich dachte, du meintest einen Euroschein. Wird uns auf jeden Fall diese pissigen Münzen ersparen. Ja, Mittermeier hatte damals schon recht. Der Euro, das erste Geld, für das man Werbung machen musste. Da hatten wir es eigentlich schon wissen müssen. Ich meine, der Dollar ist ja an sich gar nicht mal so doof, ne? Ja, wenn er was wert wäre. Ja, eben. Aber weißt du, wir für unser Geld ist zwar mehr wert, aber ist absolut scheiße gedacht eigentlich. Wir halten unseren Anführer, den Schamanen Tuk, gefangen. Kannst du ihn retten? Es ist dringend. Alter, euer Gesicht besteht aus Augenbrauen. Hockeyspiel im Kolosstal. Geil. Alter. Deren Gesicht besteht einfach mal aus Augenbrauen. Die erinnert mich voll an Rock Lee. Dann helfen wir dir über die Schlucht. Der gute alte Cockley-Kinder. Gute alte Cockley. Der war ein guter Koch. Cockley, oh Gott. Cockley?
Das ist eine Berufung und Aufforderung in einem. Kochli? Du bist heute dran. Was gibt's heute? Keine Ahnung, Kochli. Musst du Kochli fragen. Nee, wir kochen Li. Das ist genau wie, wer essen Opa. Komm, wer essen Opa. Oh, ey, die Wandmalerei hier auch. Schau mal da mal. Schön mit Fingerfarben kleckern. Pass auf, wir helfen dir, die Wand da vorne hochzuklettern. John Cook. John Cook, ach so. Ich meine, letztes Mal haben wir ja schon rausgekriegt, John nickt. Und das regelmäßig. Und John Marx. Am liebsten habe ich aber immer noch John klickt. Weißt du, er war direkt der Erste, der auf mein neues Highlight-Video geklickt hat. Natürlich war er das. Ja, natürlich. Weiß es doch. Du hast ihn selber programmiert. Hab ich gar nicht. Oh, Entschuldigung, das sind die 10 Cent an einen Zehnjährigen überwiesen, der das gemacht hat. Ermöglichen gegen eine kleine Gebühr. Dein Satz wäre jetzt, danke, hab ich Spyro. Gar nicht. Jetzt kann. Geld sag du, Geld, fuck. Okay, das war ziemlich awesome. Das muss ich leider gestehen. Wo auch immer Geldsack Drachenkontrolle erlernt hat, aber. Naja, Geld ist Macht. Du willst also sagen, wenn ich genug Geld hätte, könnte ich auch lernen, wie man Drachen kontrolliert. Ja. Geil, I want it. Erstmal müsstest du ja einen Drachen kaufen. Ja, stimmt. Erstmal brauche ich einen Drachen, dem ich das Geld abluchsen kann. Für jeglichen Blödsinn. Sich einen Kaffee holen, einen Schnitzel braten. Nasen nachzupfen, Füße massieren. Eben, und da... Wow. Du Fickvieh. Und dann müsste ich ihm erstmal das Geld aus der Tasche ziehen und hast du nicht gesehen und ach. Und dann... Und dann... Und dann und dann und dann und dann... Woher war das nochmal? Hey, wo ist mein Auto? Ich glaube ja. Ich hab den Film nie gesehen. Ich kenne nur und dann und dann und dann. Ich kenne auch nur den Quote. Komischerweise, man kennt immer nur den Quote, ne? Gestern selbst ein Kult wie Pooh in Kingdom Hearts 2. Ja, nur. Ja, Pooh ist ein Satanist und Geldsack Kommunist. Das ist ein Unterschied. Ah ja, Kapitalist, genau. Kommunist würde mit dir teilen. Stimmt, der würde einfach so sagen, komm, ich mach dir die Brücke auf. Und nun bete zu Lenin, du Spast. Sing. Oh, Kingdom Hearts 2. Generell, wer von euch hat schon das neue Opening zu Kingdom Hearts 3 gehört und findet, dass es irgendwie überhaupt nicht passt? Du meinst dieses Featuring Skrillex? Ja. Aber wieso? Wo passt doch perfekt da rein? Nee, ich mag es irgendwie gar nicht. Also wenn meine Ironie nicht durchgekommen sein sollte. Ich meine, ich habe nichts gegen Utada Hikaru, also die Frau hat eine echt geniale Stimme. Aber... Oh, wenn man es halt zu Tode wuppen muss, dann bringt das auch nichts. Vor allem, es hat irgendwie nicht dasselbe Feeling wie in 1 und 2. Ich hab dafür dann, was ist die Aussage dahinter? Die sind jetzt endlich im Teenie-Alter angekommen, so endlich so gegen 16, 18. Ja, lass mal edgy Skrillex werden. Oh, Skrillex. Oh, Skrillex, ja. Der besteste Herr der Welt. Wop, 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 wirgi, 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 wok, wok. Genau. Das brauchen wir jetzt. Ich habe nicht mal was gegen Dubstep an sich. Es ist einfach... Ich weiß auch nicht. Dubstep kann gut sein. Skrillex in Bezug auf Dubstep? Nein. Nur weil er einer der ersten war? Nee. Mehr einheitliche Einheitsbrei-Scheiße geht gar nicht. Der hat's erfunden.
Aber mittlerweile gibt es Dubstep, wo tatsächlich mal ganz gut ist. Ja, die Dubstep-Gun war geil. Unter anderem. Hoffentlich haben die Käfer George nicht gefressen. Na, ich finde, es passt auch irgendwie nicht wirklich in das gesamte System, deswegen. Ja. Warte mal. Ich will gerade überlegen, hatten die bei Disney oder bei Square irgendeine Serie, wo Ark mit Goff zu tun hatte? Oder möchte gern Teenie Badass Gewupper? Nee, nicht, dass ich wüsste. Gut, dann bleibt einem wahrscheinlich hier bis auf das Intro weiteres. Meine Gut, mir ist die Reihe eh egal. Ich habe nur den zweiten einmal gespielt. Wie gesagt, mir ist die Reihe nicht mal unbedingt egal. Also. Ja, du musst ja Sorgen drum machen. Schön, der Leopard hat einfach mal den Dings dematerialisiert. Geht Mick Gordon an die Musik. Wer ist Mick Gordon? Sagt mir jetzt leider nichts. Ist er verwandt mit John Mickt? Ah, jetzt folgt er mir. Okay. Er folgt mir nur ein bisschen langsam. Ach, der Komponist von Doom 2016. Ja gut, Doom 2016 Mucke passt jetzt nicht unbedingt zu Kingdom Hearts, aber der Typ wusste wenigstens, was gut ist. Doom Figur angelt auch ziemlich geil. Das ich beim Angeln gefangen habe. Meine Doom Mucke und dann durch Halloween Town marschieren? Sora mit einer Shotgun. Sora mit der Gun. Es ist okay. Es ist mein Heartless. Chick, chick. Endlich bin ich volljährig. Boom. Grabs Shotgun. Dies ist mein Boomstick. Weißt du, irgendwas aus der schönen das Beast-Welt. Oh mein Gott, Mutti. Chick, chick. Chick, chick. Und so eine Pumpgun mit Augen. Ja, damit es auch bei Kingdom Hearts passt, weißt du. Ja, natürlich. Jedes Mal dann so ein blöder Spruch. Ja, hey, Schweinebacke. Hoho. Oh, fuck. Ja. Machen wir nochmal von richtig. Oh Gott. Mickey with a gun, Mickey with a gun. Alter, wie soll man das denn machen? Links, rechts, geradeaus. Das wird ein paar Versuche dauern, glaube ich. Nein, ich soll schnell machen. Ich glaube, ich bin zu schnell mittlerweile. Weil wenn ich jetzt mal gerade überlege, Disney hat ja Marvel aufgekauft. Ja. Die Rechte an Blade liegen bei Marvel. Sora x Blade? Nein, Paul, wir können nicht Blade bei Sora reinpacken, das funktioniert nicht. Warum nicht? Das sagst du jetzt nur, weil er schwarz ist. Gib's zu. Nein, tu ich nicht! Doch. God damn it! Aber stell dir nur vor, wie schön das wäre. Ja, ich wünsche mir auch, dass John Wick in Kingdom Hearts ist, aber ist er nicht. Weißt du? Na gut. Den schickst du, um den schwarzen Mann zu töten. Und John Wick so, was ist denn der schwarze Mann? Ah ja, ein Herzloser. Dann kommt Blade um die Ecke. Ich bin der schwarze Mann. Ah.
Deadpool in Kingdom Hearts. Ja, ja. Das wäre auch lustig. Hey, sein Humor ist ja kindergerecht. Ja, sehr. Er kam auch in Cartoon-Serien vor, also so schlimm kann man nicht sein. Er hatte seine eigene Comic-Reihe. Ja. Also das kann man ja so nicht sagen. Ich könnte es auch mit dem Argument kommen, Blade kam bei Spider-Man in der Serie vor und die war für Kinder. Echt? Blade kam bei Spider-Man vor? Ja, Animated Spider-Man. Ich gar nicht. Haben sie Morbius gejagt. Ach. Gut, technisch gesehen hat er es wie Wolverine gehalten. Er hat nie was getroffen mit seinen Waffen. Ach so, also quasi wie hier, wie hieß er noch? Nicht Stalker. Punisher? Punisher, ja. Genau. Der Punisher in Spider-Man. Wenn er mal was getroffen hat, war es noch so eine Fitzel, ich betäub dich Kanone. Ja, so eine, aua. Punisher, auch eine gute Idee, wenn ich drüber nachdenke. Nein, wir können den Punisher nicht in Marvel packen. Wieso, der ist er doch. Ah ja, ich meine in Kingdom Hearts, aber oh scheiße, das würde sogar tatsächlich Sinn machen. Aber stell dir nur vor, er tut sich mit Mickey zusammen, verprügelt erstmal im Vorschlaghammer jeden Herzlosen. Nur mal Mr. Nice Guy, haha. Ja, wo hab ich schon wieder... Alter Sparks, du Fuck! Ich bin hier doch lang gelaufen! Ey, Sparks, du faules Stück Fick, ey, das kann doch nicht wahr sein. Immer muss ich wegen dir Backtracking machen. Ich könnte mal schwören, dass ich an den Stellen vorbeigelaufen bin. Sora wurde vergangen, Sora wurde vergangen. Das Problem ist, gefällt dir. Ja, das Problem ist, ich bin ja auch ein bisschen Hype auf Kingdom Hearts 3. Das Problem ist, sie haben schon so viel gespoilert einfach. Das nervt mich. Ja, doch. Ich hätte wenigstens gern noch so ein bisschen Überraschungsfaktor. Weißt du, so nach dem Motto, oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Welt hier vorkommt oder so. Es hat so ein bisschen was vom Gefühl her wie Nintendos Politik. Ja, ich verstehe sowas nicht. Ich meine, ich muss aktuell auch echt dafür sorgen, dass ich mich nicht bei... Ich muss mich für sehr vieles nicht spoilern lassen und will mich nicht spoilern lassen. Für Resi 2 will ich mich nicht spoilern lassen. Für, für DMC 5 will ich mich nicht spoilern lassen, was immer schwerer wird, weil schon eine spielbare Demo vorhanden ist. Und ich wirklich mit mir selber struggle, das nicht einfach runterzuladen und zu sagen, ja, yep, we do this now. Aber nee, das. Ich will mir einfach, ne? Doomslayer in Kingdom Hearts und gibt Sora super Schotti. Alter, wenn Sora die auslöst, der fliegt einmal quer durchs Gummiversum. Der braucht kein Gummischiff mehr dann. Naja, Guardians of the Galaxy, mal das Schiff ausleihen. Und jetzt komme ich wieder mit dem Argument, die sind nicht kinderfreundlich. Die sind super kinderfreundlich, die haben ein Haustier und einen Baum. One Punch Man in Kingdom Hearts, ja, ist richtig. Ja gut, das ist dann so dieser Deus Ex Machina am Ende. Wenn sie dann so den Punkt erreicht haben, irgendwie kriegen wir es nicht mehr hin, sinnvoll das Ganze zu einem Ende kommen zu lassen. One Punch Man, Universum Blatt, Ende. Ah, ich soll... Ah, Charity, vielen Dank, du, für die Bits. Schönes Aim. Okay, ich habe hier, für das Level habe ich jetzt mal eine andere Strategie. Ich rush das Level einmal. Also wirklich, rush to the limit. Rush to the limit. Und dann, wenn ich das dann hab, okay, ich wollte gerade sagen, wie weit geht das? Headshot. Ich kann es mir einfach machen, indem ich schlicht und ergreifend immer nur spucke. Aber ich weiß, es gibt ein Achievement, wenn ich hier wirklich nicht einmal getroffen werde. Oder ich glaube, ich darf die Lava einfach nicht berühren. Eins von beiden. Der Boden ist Lava. Ist er tatsächlich? Das sag ich doch. Okay, nice. Ich dachte, der... Alter, vor allem, was ist das für eine fucking Grumpy Cat? Alter.
Die hat wohl den Tiger kennengelernt. Bringt das was? Ich glaube nicht, oder? Muss jetzt das gesamte Level nochmal machen. War da ein Speicherpunkt? Ich hoffe nicht. Speicherpunkt. Ich versuch's trotzdem mal. Alter, nur weil man in diesem Spiel immer so derbe gesniped wird, ey. Ey, what the fuck? Das war doch eben nicht. Spitze, du hast es durch die Einöde geschafft. Ich wusste es. Es war dumm. Krieg die Trophäe nicht, ne? Also. Gut, also nochmal rein. Ey, was ein dummer Scheiß. Das Level ist voll kurz. Das war dumm von Gronkh, richtig. Richtig umgefickt, den Jungen. Eben, das war richtig dumm von Gronkh. Aber was wettet er auch? Oh boy. Weißt du, wir müssen das gesamte Level jetzt quasi nochmal machen, nur dass wir dann, ne? Hieß der schon immer Gronkh? Bestimmt. Wahrscheinlich hat Gronkh seinen Namen nur von dem geklaut und will es einfach nicht zugeben. So ein dreckiger Namensstealer. Voll der Hater. Ja, der hätte sich mal selber was Geiles ausdenken sollen. Was Glamouröses, was total nie da gewesen ist. Echt mal. Zum Beispiel was Edgiges wie Shadow. Oh, das ist nicht edgy genug. Shadow Soul. Hey, du bist beinahe ein Igel geworden. Weißt du, und deswegen habe ich mir einen neuen Namen ausgesucht. Den kein Mensch richtig ausspricht. Ach, halt doch dein Maul! Merken, die Scheißbiester explodieren noch. Du Fuckcat. Aber weißt du was? Erstick an Scheiße oder sowas, ist mir egal. So. Weiter. Nee, wir machen jetzt hier, wir fahren die sicherste aller Schienen. Ich sag's euch. Na, also die Deutsche Bahn. Mein Zug, der nicht fährt, ist das sicherste von allen. Alter! Ich vergesse, dass die Scheißviecher explodieren und Schaden machen damit! Oh nee, ist gut! Dieses dumme Scheißkack-Scheiß. Das ist nicht schwer! Damn loading times, though. So, geh da wieder rein. Geh da rein, du Lachsbrötchen. Das will ich jetzt haben, sonst ist hier zappenduster. Come on.
Zeiten. Ah. Halt die Fresse. Halt dein Maul, Junge. Her. So. Ne, warte, das vorne spawnt ja auch so ein Ding. Die explodieren so spät danach noch, ey. Wer denkt denn an sowas? Halbe Stunde später. So. Problem gelöst. Die Katze wegsnipen. Oh nee, nee. Oh nee, du Fickkatze. Spitze, du hast dich durch die Einöde ge... Ohne getroffen zu werden? Besitzt diesen. Ich weiß das. Danke, geht doch. Jetzt müssen wir nochmal ins Level und es tatsächlich richtig spielen. So. Meine Güte. Ah, Gottes Willen. Mr. Talking Kingdom Hearts. Oh ja, warum nicht, ne? Wenn du unbedingt. Explosion. Wenn du möchtest, dass Sam das absolut nichts mehr macht. Ich meine, klar, die beste Methode ist, jag ihn in die Luft, ne? Spreng den Dude in die Luft. Bleibt nichts von ihm über. So, jetzt können wir das Level ordentlich machen. Das ist nur ein Achievement gewesen, an das ich mich erinnert habe. Und das wollte ich von meinem Zettel haben. Ich hasse diesen Zettel. Meistens besagt dieser Zettel nicht, steh früh auf. Dann penne ich mal den halben Morgen durch. Naja, früh nach welcher Zeit so, ne? Das ist, ja eben. Licht im Auge betrachtet, das, ne? Solange da nichts Klares draufsteht. Pick dich weg, Rumpy Cat. Bumpy Cat. Cool, Höhlenmenschenkinder anzünden. Oh, du bringst ihnen das Geschenk des Feuers. Ob das was bringt? So. Ist mir das auch alles wieder scheißegal, ob ich getroffen werde oder nicht. Jetzt bin ich sowieso wieder Imba. Cool. Will der denn da oben? Unser Dorf wird von Lava-Echsen überrannt. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine kleinen Freunde fressen? Ich lass die Brücke runter, damit du dorthin kommst. Ah, der Kram. Ich erinnere mich. Oh no, oh no. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm. Ja, das, die zweite Mission davon ist kacke. Spawn die Viecher überall. Oh, da kommen noch mehr Echseneier von oben. Woher kommen die? Für eine neue Herausforderung? It's no day. Nochmal. Das Spiel weiß, dass die Mission scheiße ist.
Alter, hört ihr mal auf, den Kack einfach nur abzuwerfen. Oh fuck. Oh fuck! Gut, dass da ein Loch ist. Gut, dass da ein Loch für ein Loading Screen ist. Das ist doch wunderschön. Oh, oh. Oh, kann man das nicht skippen? Oh nee, komm. Das muss ich mir jetzt jedes Mal antun. Oh fuck. Ja, was zur Hölle? She's dead. Oh gut, immerhin dann fängt man neu wieder an direkt. Oh fuck. Nein! Oh wow. Vielen Dank für die erneute Hilfe, Spyro. Das verdient noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht benutzen. Nachtlicht? Ihr wisst nicht mal, was Feuer. Wieso habt ihr überhaupt Kameras? Ihr seid ein merkwürdiges Volk, habe ich das mal gesagt? Oh Mann, oh Mann. Ach, genau. Da war ja was. Das ist so ein Höhlenmensch mit so einer fucking Toshiba. Ist richtig. Und. I will stop it. Müssen vor. Ja, die Vorgänger der Asiaten, genau. Uga, aga, oh, oh, klick, klick, klick. Uga, ak, ak. Weißt du, erstmal einen Mammutot geprügelt, eine Frau heimgeschliffen, Foto von machen. Erstmal auf Instagram posten. Muss Instagram erfinden. Muss erst Instagram erfinden, bevor ich kann auf Instagram posten. Du da, halt Bild, mach Kommentar, du jetzt Instagram, okay. Du bist jetzt Instagram, ja genau. Ich will nicht wissen, wie das mit YouTube war. Du machst ein schlechtes Video? Gut, laden hoch hier. Mache Pranks, ganz viele und Götze. Machen Pranks? Heute wolle ich Götze. Ich wusste ja nicht, dass er eine essen will. Niemand guckt in meinen Videos. Du sagen, du machst ein Gewinnspiel, du aber nicht wirklich machst ein Gewinnspiel. Du dann Schöne, ganz viele Klicks machen. Guter Mann. Was Gewinnspiel? Du musst erst erfunden Gewinnspiel. Warum sind es plötzlich Russen? Ich habe keine Ahnung. Sorry. Na gut, es wird auf jeden Fall keiner weniger diskriminiert als andere, also. Ja, wir fahren so alle Schienen einmal ab. Wie war das bei den Raptorbots, wo Keks meinte? Die hassen alle gleichermaßen. Ja. Kann ich gut verstehen. Ach, diese komische Verschwindibusflasche. Hm. Gott, so viele Uhrzeitkatzen. I will spit on you. Mein Respekt an Spyro, dass er einfach mal so einen Magma-Klumpen ins Maul nehmen kann. Fähigkeitspunkte erhalten. Cool, I guess. Ich glaube, wie scheiße, wenn sich ein Drache verbrennen könnte. An Lava.
Aber ich meine nur, ich meine, Lava, so ein Klumpen müsste doch eigentlich um einiges heißer sein, oder? Der hat mich doch nicht getroffen. Hat Rico auch gestreamt? Cool. Ich weiß, Vivi ist jetzt gerade live. Hätte ich nicht sagen sollen, jetzt laufen mir die restlichen auch noch weg. I cannot contain Vivis Fame. Oder ihre Cuteness. Oder Lebensfreude. Meinst du, es geht ihr schon so richtig auf den Sack, dass wir das immer sagen? Ja. Cool. Ist mir aber auch wurscht. Ist mir ein Lachsbrötchen. Na, merkt man, der Typ kommt aus Hamburg, ich komme aus Baden-Württemberg, wir haben Wurstbrötchen, der hat Lachsbrötchen. Ja, eben. Man hat halt so seine Differenzen. Ah. Bayo, du Lachskopf, ey, du Schwachidiot. Immer auf das Arm, Spyro. Ja, was macht denn der Dödelkopf, der, wenn ich hier Dreieck drücken tue, dann macht er kein Dreieck drücken tun. Er tut das, was in der Alternativeinstellung verlangt wird. Nichts. Dumm sterben, yo. Ja, richtig. Ne, warte, ich muss ja. Fuck. Nimm das, Katze. Nein. Jo. Warte. Oh, das fühlt sich seltsam an. Er macht es nicht. Der Wichser gleitet nicht. Ja, das Gefühl wird stärker. Sekunde, ich habe die passende Antwort darauf. Fuck you. Das wusste raus. Alter. Das Spiel verarscht mich gerade. Willst du denn jetzt unterstellen, sie versuchen absichtlich dich dumm dastehen zu lassen? Ich meine, wie hoch ist die Chance? Es ist nicht von hier rausgekommen. Da, hier macht das! Jetzt macht das schön! Schön gemacht. Hat er gut gemacht. Geht doch. Immer schön mit vollem Mund reden. Ach, shit. Klabbert ihr da über Dark Spyro? Was ist das schon wieder für eine Dark Luigi-Scheiße? Alter, Leute, was ist los mit euch? Ist das dann nach Nintendo-Logik Wyro? Wyro. Das ist so sein edgy Sidekick. Ne, sein edgy Sidekick wäre dann Why, Bro? Why? Just why, Bro? Klingt wie Vibrator. Achso. Klingt nach einer Marktlücke. How does one get up there? Okay, das. Okay. Levat. Ah. Das ist aber trotzdem was anderes. Oh, danke für die Bits. Irgendwas könnte aber. Nee, oh Gott, Sparks, bitte. Nee. Mich nicht so angucken. Ja, ich mag das nicht. Ich mag dein Gesicht generell nicht. Hast du Sparks den Hundefleck beigebracht? Nee, Sparks sieht einfach nur eklig aus.
Was soll der überhaupt darstellen, genau? Eine Libelle eigentlich. Wie kann man da nochmal... Oh, irgendwie war das doch. Vielleicht indem ich hier einfach hochlaufe, ich Idiot. So. Ah, das ist jetzt wieder am Eingang. Ja, eben, der Dino läuft auf Lava, aber kaum pupse ich ihn einmal an, denkt er sich so, Mensch, I guess I die now. Empfindliche Füße. Ja, ne? Kennt ihr das nicht? So ein bisschen Hornhaut hätte da gut. Ob ein Dino Hornhaut haben kann, ist ja schon fast ein Zungenbrecher. Hat ein Hornhaut-Dino-Hornhaut, hat ein Dino-Hornhaut-Hornhaut. Hat er Haut auf dem Horn, hat er Hornhaut auf dem Horn. Genau. Das ist immer die Frage, ist es immer noch nicht hoch genug dafür, oder? Um Weiten nicht. Wie soll ich da hoch, hä? Sing, sing. Honk. Swonk. Hier geht's. Sag mal! Es ist nur noch Sparks. Ja gut, jetzt ist noch die Frage, wie kommen wir da hoch? Oh Gott. Ich weiß nicht, ich kann mit diesen ganzen... Das ist eine dunkle Seite. Irgendwo kann ich das nicht mehr sehen. Klingt eher, als hätte er einfach nur einen scheiß Tag. Au. Das passt länglich, ne? Das ist schon zeitlich gar nicht. Hä? Ich bin so traurig. Das ist schön, dass du traurig bist. Aber ich wäre weniger traurig, wenn ich da wüsste, wie ich dann hochkomme. Es gibt doch da nur in der Mitte irgendwie einen Zugang. Das ist gerade echt verwirrend. Wah. Kann aber auch nicht hoch. Von der Seite hier. Ist rechts. Hä? Wie soll ich da hochkommen? Das ist literally das Letzte, was mir hier in diesem Level noch fehlt. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Oh, Alter. Das ist nicht weit genug. Und das hier ist nicht hoch genug. Gibt es hier noch eine andere Stelle, wo ich irgendwo hoch kann? Wirklich? Hier drin noch mal um, vielleicht ist er hier irgendwie. Nee, auch nicht. Nächsten Wirbelknochen zur Seite. Wirbelknochen? Meinst du da bei den Hohen oder was? Weil hier? Nee, hier ist nichts. Vorsprung neben der höchsten Plattform. Der Vorsprung reicht nicht. Habe ich schon versucht. Das reicht von der Distanz hier nicht.
Mal von abgesehen, dass das zeitlich noch fast gar nicht möglich ist. Ja, wenn ich so... Nee. Nope, das ist nur ein Tod. Das reicht nicht. Deswegen habe ich jetzt gerade keine Ahnung, wo ich hin soll. Der Vorsprung reicht nicht, der andere aber auch nicht. Warte mal, soll ich denn vielleicht in die andere Richtung? Geht das? Der war auch bescheuert irgendwie. Ach geil. Wenn er sich hier wieder startet. Die andere Richtung, das wäre vielleicht noch die einzige Idee, die jetzt noch überbleibt irgendwie. Vor allem, wenn Spyro wieder so anfängt, dass er einfach runterplumpst wie so ein Sack Kartoffeln. Da kommen wir auch nicht weiter. Da können wir es auch gar nicht versuchen. Das war jetzt sowieso blöd. Aber gut, ich gucke jetzt mal, ob ich da überhaupt hinkomme. Auf der kurzen Distanz macht das, aber... Ja, manchmal nicht. Ja, gut. So funktioniert das. Und jetzt, nein, Spawn, putz mich, pack mich doch zurück, du Sackgesicht. Nimm dies als Zeichen meines Danks. Eine Fee hat es mir vor einer Weile gegeben. Arschgeige. Jetzt muss ich da gleich nochmal hoch. Du Sackgesicht, Höhenmensch. Eines Tages wird Fortnite aussterben. Eines Tages ist es tot. Man muss sich immer nur sagen, eines Tages. Eines Tages wird es sterben. Hoffentlich bald. Spitze! Und dann lachen wir über eure Erben. Ja, eben. Ich frage mich auch, wie das in der nächsten Generation aussieht, wenn man dann versucht, seinen Kindern zu erzählen, wisst ihr noch damals, als Fortnite cool war? Großvater, das funktioniert so nicht. Großvater, sollen wir dich wieder verprügeln? Wirst du jetzt dement wie Oma? Sollen wir dich auch verprügeln? Seht ihr nicht, dass der mich verprügeln will? Ich mag junge Leute. Uralte Männer waschen. Genau. So, aber C4, das, wo ich denke, dass es ist, wo ich jetzt schon keinen Nerv drauf habe, weil es eine Ekel-Stage ist. Das war, glaube ich, die einzige Ekel-Stage hier. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Nee, ist es nicht. Gut. Boah, und dann gab es eine ganz große Sauerei. Ja, C4 oder C4? Okay, Spyro, wir haben ein klitzekleines Problem. Oder ein Zirknoblauch. Die Windbauer haben uns hier festgenagelt und wir suchen einen Freiwilligen, um ihr Munitionslager in die Luft zu jagen. Da kommst du ins Spiel. Ich soll wieder eure Arbeit machen, ich sehe schon.
uralte Kinder töten. Alte Kinder. Alter. Ja, ist gut. Ist okay. Ich hab's begriffen. Ja, ist okay. Ich hab's gesehen. Ist cool. Alter, meine Güte. Ja, natürlich. Fair. Das macht Spaß und ist fair. Was ist Spaß und schmeckt nach Tee? Ja, ist richtig. Instant Hit Bullshit. Kriegt euch auch. Ja, da. Du bist so ein ekelhafter Wurm. Sammel das doch auf, du faules Stück Libelle. Meine Güte, muss man dir mal alles erklären, oder was? Kann ja wohl nicht. Das ist eine Libelle. Auch wieder wahr. Aber wir haben genug, dass du wirklich glaubst, dass wir hört auf dich. Ja, manchmal tut es das, ja. Los. OP, scheiße, ey. Wahrscheinlich fliegtest du die ganze Zeit nur hinterher, weil es dich für eine Blume hält. Ja, entweder das oder glaubt, ich fütter es irgendwann. Womit? Was weiß ich, mit Seelen meiner Feinde. Ich krieg die verflixte Kanone nicht. Ja, sabbel nicht, lass mich mal ran. Geht doch. Zucker. Zucker. Zuckerbier. Was bei Saitama einfach nur klingt wie Zucker, klingt bei mir für mich immer wie Zuckerbier. Weiß nicht warum. Saitama der Hooligan-Russe. Saitama als Russe, ja doch. Bring mir Wodka. Janos, bring mir Wodka. Janos, Kamerad. Ich frag mich jetzt nur gerade, Saitama besoffen. Kann der besoffen werden? Gute Frage. Und wenn ja, wie sieht alles aus, wenn der mal im Fahren lässt? Das habe ich mich jetzt noch nicht gefragt. Wollte ich auch nie. Grüß aus dem Zimmer, wollte mal gucken. Och, Angel, lass dir Zeit. Alles gut hier. Hier werden einfach nur Vögel geröstet. Ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Das stört mich. Nani. So. Ich das mal vorher geholt, ey. Rennen macht aber auch echt Laune in dem Spiel. So. Bonk, kaputt. Siehst du, kaputt. Knochen kaputt. Die Knochen sind zum Brechen da. Ab bei den Müsli-Riegel. Aber komm, den können sie doch bei Kingdom Hearts einbauen. Noch kinderfreundlicher geht nicht. Ja, stimmt. Noch kinderfreundlicher als Colossus geht wirklich nicht. Ich meine, er sagt dir, was du frühstücken sollst. Ja. Gut, Donald und Goofy kannst in die Tonnen treten. Ich meine, du hast einen verdammten Stahlrüssen von 3 Metern Größe. Eben, also da brauchst du echt keinen von beiden mehr.
in der Wand. Würgen die Fässer gerade? Ich merke das jetzt erst. Würgen die die hoch? Yo. Yo. 2.0. Nee, tun sie nicht. Doch, tun sie. Wieso habe ich in der Musik die ganze Zeit Katzen? Ist ein Gimmick. Ist ein Gimmick. Nimm das, Vogel! Nö. The bird doesn't even care. The bird give a fuck. Oh, Flaggen, Flaggengack. Alter! Ich bring den um. Bring ihn auch mal das persönlich. Komm her. Ist immer so unpersönlich ansonsten. Wow, was für eine Explosion. Zum Glück hatte ich meinen Helm auf. Ach ja, das ist ein Nudelsieb. Der Kumpel wollte, dass ich dir diesen Talisman gebe, sobald du die Verteidigung der Windbauer durchbrochen hast. Alter, das ist ein fucking Nudelsieb und das ist eine Bombe, kein Talisman. Aber ich nehme beides gerne dankend. So ist das ja nun nicht. Rein Bombe, Talisman. Ne? Sind doch bürgerliche Kategorien. Ja, hier unten ist noch Zeug. Oh nein. Oh shit, miau! Oh, ich erinnere mich. Ich will mich nicht erinnern. Was schimmert durch das Fenster dort? Das Fenster dort oben, du Narr. Der Professor sucht nach einer Möglichkeit, mich wieder mit Julia zu vereinen. Doch ich habe ihn lange nicht mehr Junge, gesehen. Junge, du hast keine Augen. Nur mal so, du besitzt keine Augen. Das ist an sich schon gruselig. Jetzt drück mal ein Auge zu. Ja, welches von beiden? Beide. Ich bin Klein Bo Beep und meine Kuh. Klein Bo Beep! Bei den vielen Kämpfen hier laufen sie ständig weg. Kannst du mir helfen, sie wieder ins Gehege? Oh mein Gott, ja, von mir aus. Sackgesicht. Weiß nicht, konnten die da wieder raus? Ich glaube, das war sowas Nerviges. Oder? Wo fliegst du denn hin, Junge? So, da lang. Nee, nicht in die Wand. Miau. Alter. Zwei. Nummer drei. Schön, da unten ist eine Sau. Das ist ja wunderbar. Oh, nur so. Soll ich den denn von da unten hier hochkriegen? Hä? Okay, da müssen wir ein bisschen verschärft vorgehen. Das funktioniert so nicht. Sparks ist schon wieder tot.
zu Sparks immer fucking tot. Wir leben nicht lange. Aber hätten die denn nicht was Cooleres als Partner geben können? Ein Apache Kampfhelikopter. Zum Beispiel. Mit Ausschlag. Das trifft doch nie. Der funktioniert doch nie. Nie. Nicht schon wieder die Ritterlini sagen. Nee. Ich hab kein Gebüsch, geh weg. Nee. Komm nicht hoch genug. Da brauche ich mehr Feuerpower. Yo, okay, auf einmal fliegen die Biester. Jetzt müssen sie nur noch mal in die richtige Richtung fliegen. Alter! Yo, der hat erstmal ein Level geskippt. Richtig so. Und wehe. Wehe von einer von euch beiden läuft da jetzt runter. Ich schlacht euch beide. Geht doch. Miau. Geh da jetzt aus der Ecke, du Fickvieh. Geh nicht dahin. Boah, Alter. Geh da rein. Dein Gehege ist auch echt scheiße, also. Spyro. Hier, nimm das. Du weißt schon. Alter, dein Gehege ist echt scheiße. Irgendwo da draußen sind noch zwei Kulex, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Du hast sie seit Tagen nicht gesehen. Du machst deinen Job scheiße. Oh, richtig scheiße. Oh Mann. Das sagst du doch jetzt nur so. Nein, ich meine es auch so. Oh. Da unten? Was? Oh Gott, das Level kann ein bisschen dauern. Das Level. Oh, hier ist die zweite Kuh. Oh nee, oder? Das ist nicht euer Ernst. Oh, das ist so fucking weit. Was ist das Ding über so viele Schluchten brusten jetzt? Oh, geh dahin, geh dahin. Und Feuer! Schön, es ist einfach durch die Gegend gemorpht. Das ist ne. Renn da nicht runter, ich sag es dir. Du Saufvieh, was auch immer du bist. Genau zu sein, ich hol mir den anderen auch gleich. Ich kann nicht mal auf dich raufspringen? Alter, was seid ihr für Viecher? Ihr habt echt keinen richtigen Zweck, ne? Gebt ihr Milch? Irgendwas? Fleisch? Kann man euch essen? Man kann sich irgendwo hinstellen. Wo ist denn der andere Vollspaggo jetzt? Ach, der ist schon vorgelaufen. Gut. Alter, wieso morphen die sich immer so durch die Gegend? Alter, ihr habt echt merkwürdige Physics. Alter. Oh, geh doch da durch jetzt. Oh, meine Güte. Geh doch da jetzt durch. Oh, Mann. Ihr macht mir das gerade schwerer, als es muss. Wisst ihr das? Ihr habt nicht mal Augen. Ihr seid eigentlich das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Alter, die Dinger haben nicht mal Augen. Alter, das ist wohl widerlich. So, komm. Ja, oder mach Abkürzung von mir aus. Oh, nice. Der macht das ja wirklich.
Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, schön. Hier, zack. Weil ich meine, im Original konnten sie entweder abhauen, ich weiß das gar nicht. Oder irgendwas war da noch. Ich meine, im Original war diese Mission einfach nur übertrieben schlimm. Ich hab da ganz böse Erinnerungen. Der grindet auf dem Ding. Beeindruckend. Du hast alle 7 Kulex zurückgebracht. Bau dir einen richtigen Zaun, du Hippie. Build a tree, Hippie. Ach ne, get a haircut, sagt er ja. Get a haircut, Hippie. Ich würde aber gern sehen, wie ein Hippie versucht, einen Baum zu bauen. Einen Baum zu bauen? Ja. Plant a tree, Hippie. Gut, ist eine Aussage, die kann man so stehen lassen. Ist nichts Verwerfliches. Spyro, mein Junge, ich habe Bäume hier für irgendwo die eine Zauberbohne, einen Samen. Ja, Chantal, du darfst auch Pflanzen einpflanzen, die keine Bäume sind. Nein, Marihuana zählt nicht darunter. Sicher. Lass mich kurz in die Texte gucken. Hups, verlegt. Hups, die du. Mach dir mal. Schubst die Kuh. Und damit es allen keinen Spaß macht, überwacht Auron das Ganze. Warum Auron? Der erzählt uns dann wieder etliche Sachen, wo wir nicht verstehen werden. Ja, aber ich pflanze in dem Moment keine Bäume. Guter Punkt. Und er ist beschäftigt. Win-win. Ein beschäftigter Auron ist ein guter Auron. Ja. Dann erzählt er uns keine Fakten über Dinge. Erzählt ja schon, aber nicht mir. Ah, so läuft das hier. Einer muss das Opfer tragen. Ja, ja, trag du mal ein Opfer. Du bist eins. Dann trag mich, los. Bist mir zu fett. Selber Achtung. Trag mich. Nein. Wenn ein Potwal zum anderen sagt, trag mich. Hui. Norm. Noch eine Bohne. Aber wie viele von diesen Bohnen gibt das hier, ey? Der war versenkt. Barf. Das auch. Ach so. Spit. I will spit on you. Noch oder in der französischen Variante. Lispit. Er lispelt. Er lispelt. Ja. Little spit. Gut gemacht, mein Junge. Hier sind noch 2 Samen für den Rest des Weges. Oh, cool, ich höre rein. Das beult nur meine Taschen aus. Oh Gott, Akku mit Lispeln. Coole Samurai. Gar nicht mal so einfach, ne? Coole Samurai. Wirklich? Sehr feucht. Ach, er hat ja eine große Klappe. Durchwischen kann man bestimmt auch in der Bude. Coole Samurai. Wielding a magic sword. Foolish Yakurai. Spuck doch da jetzt. Du, I will spit. Boah, Junge. Ist das dein Ernst? Boah, Alter! Spyro, du bist ein Schwachkopf, hab ich dir das mal gesagt? Meine Güte, mach doch einmal etwas richtig. So,
meine Güte. Oh, ihr Feste in den Mund nehmen. Danke. Das ist auch eine Variante, die man so noch nicht gehört hat. Nicht wahr? Feste in den Mund nehmen. Ja, er muss halt den Samen in den Mund nehmen. Ach, oh, damit er blühen kann. Ja, das kann man halt nur so aussprechen. Ja gut, wenn es ein Spielefeature ist. Oh, Romeo, Romeo. Wo bist du nur, Romeo? Oh, da ist Romeo. Was macht er damit? Hier, nimm das. Ich brauche es nicht mehr. Der Vogel sieht irgendwie aus wie einer dieser Vögel aus dem Film Rio. Also wie ein Ara? Ja. Aras haben Augen, befürworte ich. Ja, immer noch besser als diese Kreatur da unten. So, das waren alle Kugeln. Jetzt brauche ich nur noch Geld. Das ist ein bisschen tricky, weil mir schon seit Stunden Sparks fehlt. Ich glaube, der hat gekündigt. Fehlt mir denn? Ah, Haufen Geld. Wunderbar. Jetzt wäre es echt praktisch, Sparks zu haben. Viel Geld. Oder eine Spacks. Ach, Sparks irgendwo festspacksen. Renn da nicht weg. Da höre ich immer auf diese Katzen im Hintergrund. Wenn er so, miau. Du musst doch irgendwo mal... Irgendwo mal Energie für mich sein. Ach, guck mal. Wenn man davon spricht, ne? Oder war das... Ich überlege nämlich gerade, weil ich denke gerade an ein Level, irgendwie, wo ein Vulkan in der Mitte war, aber ich glaube, das war doch im dritten Teil nachher. Da oben. Hey, miau. Miau. Als ob jemand regelmäßig auf eine Katze tritt oder so. Muss interessant gewesen sein, wie sie die Sounds gemacht haben. Bring mal die Katze. Oh, oh. Die Katze so, miau. Miau, the fuck. Sparks, jetzt machen wir Überstunden. Jetzt hier den Rest zu finden, ja, guck mal. Bin 30 Mal hier vorbeigerannt. Jetzt sammelst du den Kram ein. Jetzt, wo du merkst, so nach dem Motto, oh Scheiße, er hat's bemerkt. Meinst du, bist nicht streng genug mit ihm? Ja, ich glaube, der kriegt zu viele Kaffeepausen. Sparks, ich glaube, wir müssen mal die Raucherpausen streichen. Kann das? Sparks mit einer Kimme im Maul. Boah, geht mir dieser Drache auf den Sack. Jetzt will der schon wieder Sachen. Pimmelt, oh, by the way, noch nebendran an seinem Handy rum. Er spielt Candy Crush. Da hast du deine fucking Juwelen. Echte. Boah. Boah, echt jetzt? Ich werde dafür nicht bezahlt. Hallo. Ich gehe zum Gewerbe. Das sage ich meinem Vorstand. Du hast keine Gewerkschaft. Ich mache eine auf. Diese dumme Katzenmucke. Pokémon Stadium, nee, nochmal. Das hat mir einmal gereicht. Och, geht doch. Das ist die Hälfte hiervon hätten wir uns sparen können. Hätte Sparks, wäre Sparks mal da gewesen, hat den Scheiß direkt eingesammelt. Sparks kennt seine Rechte. Ja, nee, kennt er eben nicht. Er hat den Vertrag gelesen, den Praktikumsvertrag.
So einfach ist das. Und nun diskutiert er. Aber Chef, die Libelle kann nicht lesen. Die Libelle kann nicht lesen? Oh, der weißt, hat er das nicht lesen? Pokémon. Ich habe das all die Jahre lang nicht bemerkt. Moment, Stadium. Nee, also Stadium sehe ich noch weniger als ein potenzielles Ding, weil Pokémon Stadium wäre nur witzig, wenn man tatsächlich seine eigenen Pokémon nehmen könnte. Aber da ich das nicht wirklich als Option habe, nee. Das wird schnell langweilig. So. So, bloß weg von dieser Katzenmucke, ey. Geil. Alter, voll weggeblastet, den Jungen. Destroyed. Destroyed Dick Blaster December. Master. Hm? Blaster Master. Blaster Master. Wie hat die Libelle unterschrieben? Was weiß ich, ist mir egal. Es hat den Vertrag unterschrieben. Also sie macht das wie im Mücken immer am Fenster. Immer schön gegenfliegen, bis ein Fleck da ist. Klatscht immer wieder gegen dieselbe Stelle, bis man irgendwo merkt, so ja, okay. Ja, da kenne ich was. Okay, das zählt. Aber wieder, es hat den Vertrag unterschrieben und will jetzt die Zeche prellen. Soweit sehe ich ja nicht ein. Jo. Ja, ich bin da noch gerade vorbeigeschwommen. Das kannst du doch direkt mal mitnehmen. So, der nächste wäre es da oben. Aber wir machen erstmal weiter. Kann Spyro hier saufen? Nö, tatsächlich nicht. Drachen haben Kiemen. Hallo. Sichere Sache. Sparks, der Mietnomade. Ja, genau. Irgendwann bei Frauentasch. Jo, ich bin der Sparks. Ich bin der Sparks. Ja, meine Hobbys sind Drachennerve, Erdbeerkars, Frauentausch gucke. Das ist immer ganz wichtig, ne? Also immer auf der aktuellen Folge bliebe. Mag die Viecher, die in den Eimer hocken und auf Feuer spucken. Ja, also die neue Staffel von denen, die ist echt gut. Oh, das Level. Oh, I remember this. Oh, ich erinnere mich. Hier gibt es eine Nebenmission, wo es ziemlich funky wird. Ist Spit! Alter, der Disrespect. Entschuldige das Chaos, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie die Flammen unserer Kessel gelöscht und jetzt auch noch unser Schiff lahmgelegt. Was für Asis. Wenn du die Feuer unter den Kesseln wieder entfachst, kommst du sicher zum Schiff. Der Dampf aus den Kesseln aktiviert unsere höchst fortschrittlichen Maschinen. Hat sich überhaupt mal wer gefragt, wieso eigentlich jeder in diesem Spiel Spyro kennt? Ich meine ja nur. Oder sich nicht abgefuckt fühlt, weil da ein fucking Drache ist. Ja, aber warum kennt jeder den Drachen Spyro? Hallo? Naja, wahrscheinlich, weil er der einzige weit und breit ist. Ja, aber ich reise hier von Dimension zu Dimension, treffe solchen Albtraum-Fuel hier. Ich meine, what the fuck is this? What the fuck even is this? Okay. Schon begriffen. Hier, block this. Block this. Geht doch. 1 von 8. Okay. Also schön schnell feuern, ey. Das kannst du voll toll. Ich glaube, das ist einfach noch nicht weit genug. Ein Feuer ist besser. Jetzt besser. Feuer. Jetzt besser. Ich brenne. Ja, aber geht's Ihnen jetzt besser? Jetzt geht's ja, abgesehen. Geht's Ihnen jetzt besser? Abgesehen vom Feuer.
Komm, abgesehen vom Feuer, hä? Geht's jetzt besser, hä? Was? Hä? Ja, ich hab ein bisschen Hunger. Vor allem, wenn sich immer mal Leute fragen, wie ich es immer schaffe, Wurstblinker, hä? Zu sagen, das ist ganz einfach eigentlich. Ihr müsst eigentlich nur sagen Wurstblinker, aber ihr müsst einfach einen Teil des Wortes einfach auslassen. Wurstblinker, hä? Wurstblinker. Da fehlt so der letzte Rest von dem Wort Wurstblinker, weißt du? Da fehlt so das K drinne. Wurstblinker, hä? So musst du das sagen. So in Hamburg! Die Landratten haben überall im Hafen diese Stachelminen verteilt. Wenn du sie beseitigst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Muschel gefunden habe. Wisst ihr, ich hab nicht viele besondere Talente. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es als Talent, Werner Quotes zu sprechen. Und Leute fragen mich, warum ich Single bin. Ding, 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 ding. Achso. Oh ja. Ich muss mir auch mal irgendwann die alten Werner-Filme nochmal wiederholen. Tatsächlich habe ich die nicht. Ich sehe die immer nur, wenn die mal irgendwo laufen. Also auf Netflix, das finde ich merkwürdig, findest du ja auch nur den ersten, wo ich persönlich nicht so mag. Einfach weil ich kein Freund von diesen, von den Realfilm-Frequenzen bin. Mit dem gemischten. Ja, also ich bin da entweder ganz oder gar nicht. Ich mag da eher, das muss volles Rohr oder das muss kesseln. Mag ich da lieber. Volles Rohr, da. Und wenn der Wind von Westen weht? Dann wird von links nach rechts geklebt. Und weht der Wind von Westen, klebt Röhris Arsch am besten. Ach so. Lebt deren Schiff? Sieht fast so aus, ey. Shit. Ja, ach so. Boing. Boinky boink. Du komm mal her jetzt. Komm her, du Eimer. Weggeeimert. Weggebechert hat man den. Den ganzen Becher ausgelutscht. Ganzen Becher weggebechert. Der Pichler. Sehr schön. Ah. Alter, Sparks, wirklich. Es gibt eine Arbeitslage. Danke, dass du unser Schiff flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir uns. Ist überhaupt sowas Modernes? Ich dachte, ihr habt da sowas wie modernes Sklaverei am Laufen. Dankeschön. Hey. Da ist ein Gegner im Eimer. Da ist ein Spielzeug in mir. Oh nee, das ist die Mission mit diesen komischen Zahnrädern. Wieso liegt denn da hinten jetzt schon wieder Geld? Also Sparks, also langsam habe ich echt den Sack dicht mit dir. Oder war das die eine? Ich glaube, das war die eine Kiste, die ich da gesprengt habe. Was wohl passiert, wenn der erste Bull um die Ecke kommt und sagt, das Haustier muss an die Leine?
Bitte? Nope. Funktioniert doch. Danke, Spyro. Hier ist die versprochene Kugel. Hat sie klebrig. Ich will gar nicht wissen, warum die klebrig sein sollte. Dinge, die ich so nicht wissen möchte. Oh, nö, 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 nö. Hey, Frieda! Mokre, du dich in Not. Sag mal, kannst du die Sonne nicht manuell auftragen? Und den Spoxing können wir doch bestimmt irgendwo gewinnbringend im Garten anpflanzen. Als Heustrecke vielleicht. Ein Glück, dass du hier bist. Oh meine boy. Die Maschinen sind kaputt und die Zahnräder für die Reparatur überall auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf das Rollbrett springen und sie einsammeln? Da. Ich kann euch jetzt schon sagen, wie Spyro 3 endet. Sparks wird gefeuert. Wortwörtlich. Mhm. Dann findest du heraus, dass Fies Feuer fest. Oh shit, ich kann Spit machen. Okay, gut. Spit on you, spit on your cow. I will spit on you and I will spit on you. Dann ist einfach das Geld verschwunden, das ist auch schön. So, weg. Ja, aber an die Mission hier erinnere ich mich. Das wird noch funky, sage ich euch. Mit ein bisschen Skill. Mit ein bisschen Hacken. Und weniger Bullshit. Hast du Probleme mit dem LOL? Hast du Probleme mit dem LOL? Ja, irgendwie hat sich Spyro gerade gedacht so, nö. Ich fahr da jetzt gegen. Fuck you. Fuck yo. Hier lang, Sabum. Genau, das ist doch easy, ist das. Das ist doch easy. Und dann machen wir Spit. Und dann machen wir hier wieder Spit. Und dann trifft er nicht, das ist auch schön. Also... Ich habe gesagt, das ist easy. Also, das ist jetzt hier natürlich der erste Versuch. Klar. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Ah. Ja, seht ihr, first try. Easy. Ich habe es noch nicht geschafft, aber es ist immer noch, der erste Versuch. Ich habe nicht gerade nachgelesen, dass ich über die kleinen Kisten rüberspringen muss. Und die großen erschießen muss, nein. Nein, bestimmt. Spyro, du ficken Kacken! Mach das doch mal vernünftig! Es ist nicht so schwer. Ich muss da nicht mal springen, nice. Explodiert das irgendwann trotzdem. Das ist auf einer normalen PS4. Ich habe keine Pro. Habe ich da. Das Upgrade habe ich irgendwo nicht eingesehen. Ich meine, warum auch? Ich hätte mir auch eine neue Capture Card holen müssen und hast du nicht gesehen. Das habe ich nicht eingesehen. Ah,
Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ach, Pippeler Schnipp, was du einziehst, du. Für die Zuschauer, für die Community. Liebe. Nachher, wenn ich wieder geheilt habe, ein Fest ist, habe ich sowieso vor, hier ein bisschen abzugraden. Also davon mal abgesehen. Das wird schon, was ich da vorhab, das wird schon teuer. Du Ficken! Das war doch so easy. Aber er wollte nicht drüber springen. Och Mann. By the way, ich habe jetzt schon zwei meiner Sammler auf 50. Nice. Und bin immer noch nicht in Ishgard. Jetzt will ja niemand Schneekleid mit mir machen. Oh. Ja, und dann sitze ich nochmal da. Ist Alex immer noch auf seiner komischen Mittelschicht? Ich habe keine Ahnung, wo der rumnibbelt. Easy, take five. Ne, take five. Also, hallo! Ich hab nach links gedrückt! Oh Mann. Klopp das Spy, fuck. Es ist immer noch der erste Versuch. Wir können mir nichts anderes beweisen. Reifen? Nein. Behaupten? Ja. Der nächste, der sagt, dass hier der schon der mehrfachste Take ist, der kriegt einen Timeout. So einfach ist das. So einfach ist das hier jetzt. Das ist der erste Versuch und kein anderer. Die anderen waren nur Übung. Die anderen gehörten nicht zum System. Ah. Die anderen waren alle nicht legitim. In Wahrheit übt dafür einen Weltrekord. Ja, eben. Es ist alles Übung für WR. Seht ihr? Easy. Jetzt so, dann so, dann so. Dann so. Ich hab da eine verpasst. Fuck you. Ich hab da noch eine verpasst. Fuck you. Wie soll ich denn da springen, wenn da so eine kurze Kiste kommt? Ja, so. Hier, Scheiße, wo musste ich jetzt lang? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, ich musste hier. Genau. Seht ihr, erster Versuch. Gute Arbeit, Spyro. Jetzt kann ich meine Maschinen reparieren. Hier. Ich hoffe, ihr habt die anderen Versuche geklippt. Hä, was ist los? Sieht ganz schön Leistung. PS4 Pro läuft wesentlich fehlerfrei. Ja, da kann ich auch nichts für. Ein Spiel sollte eigentlich auf der normalen PS4 laufen, just saying. Wenn es nicht auf der normalen Konsole läuft, dann ja, ist das ein bisschen beschissen programmiert, würde ich mal sagen. Ja, was für ein Spiel? Ne, der dritte Teil angeblich. Kann ich auch nichts machen. Ich kaufe mir deswegen nicht extra eine neue PS4 und eine neue Capture Card. Das ist Blödsinn. Ich meine, die hat ja immer noch HDMI, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren würde. So einfach. Wie komme ich jetzt an die Kohle ran? Diese Game. First try. Richtig. Seht ihr, das war der erste Versuch. Der erste Versuch und es war easy. Der erste Versuch von vielen Fehlschlägen. Kannst du so nicht sagen. Hey, nach dem Motto haben sie damals Leute auf den Mond bekommen. Also. Allererster Versuch. Wieso liegt hier jetzt überall Geld? Ach ja,
Warum liegt hier eigentlich Strom? Nice. 100% abgeschlossen. Nice. Fuck off. Kommt bei einigen Spielen auf 60 FPS. Ich kann keine 60 FPS und 4K hochskaliert. Habe ich auch nicht. Ja, aber ich hole mir nicht eine neue Konsole für Features, wo mir sowieso nichts bringt. 60 FPS schön und gut. 60 FPS schafft meine Capture-Card nicht. Destroyed. Solange es spielbar ist, ist es mir sowieso scheißegal. Das ganze Gejuckse um 60 und 30 und Penis FPS ist mir sowieso ehrlich gesagt scheißegal. Hauptsache das Spiel läuft und ist gut. Durch den Ausgang fall. Ja, jetzt auf einmal habe ich mir gesagt, so, ja, no one, darauf geschissen. Maus, Mensch, was machst du denn? Du bist so unzuverlässig wie Sparks, weißt du das? Fütter mich!